Entscheidung der Fußballmeisterschaft in Dornbach und in Hütteldorf. Der Fußballfreund möchte sich am liebsten zerreißen. Ein Auge riskierte auf Rapid Austria aus Hütteldorf im Fernsehen. Vor seinem Fenster in Dornbach aber rollt Sportclub gegen Wien ab. Wer wird Meister? Sportclub oder Rapid? Vorläufig greift noch Wien an. Abgewehr vom Sportclub in Hütteldorf, aber hört man im Radio, was in Dornbach los ist. Außerdem zeigt sich Austria in Weiß zunächst sehr aktiv und zehn Mann im Rapid-Tor muss auf der Hut sein. Nur kein Goal für Rapid, denkt sich der Sportclub-Anhänger in Dornbach und kommt gerade zurecht, um das erste Tor für Sportclub 1:0 gegen Vienna zu erleben. Dieses Sportclub-Tor schlägt in Hütteldorf wie der Weltuntergang ein. Trauer kleidet Rapid. Begeisterung natürlich in Dornbach. Den Rapidlern geht zunächst alles schief. Da schießt Schläger das 1:0 für Austria. In Hütteldorf begräbt man den Meistertraum. Manche schauen sogar aus Hütteldorf hinüber nach Dornbach, wie es dort steht. 1:1 heißt es dort mittlerweile. Und da geht Vienna gegen Sportclub sogar 2:1 in Führung. Freudentaumel jetzt in Hütteldorf. Tiefste Trauer hingegen in Dornbach. Und das umso mehr, als Rapid in Hütteldorf ausgleicht. 1:1. Eiskalt wird denen drüben in Dornbach. Jetzt hat Rapid seine beste Zeit. Der Ball kommt zur Mitte, eine Bombe von Dienst. 2:1 für Rapid. In Hütteldorf träumt man vom Meistertitel. Und in Dornbach ist man verzweifelt. Schauen Sie sich das an. Was ist denn, geht denn bei uns gar nichts los, schreit der Fernsehfreund. Oh ja, jetzt läuft der Sportclub-Angriff volle Touren. Hof zu Knoll. Knoll in Torschussposition, stürzt, lenkt das Leder herüber. Zum Skerlan, es muss ein Tor sein. Aber noch einmal kann Vienna retten. Dann aber spielt der Dornbacher Schindler Hof groß auf. Über Gabel, Schuss. 3:2 für Sportclub. Das ist der Meistertitel. Das fühlt man in Dornbach. Und auch in Hütteldorf, wo Selbstmordstimmung herrscht. Sportclub-Mittelstürmer Hof kommt immer mehr in Stimmung. Schauen Sie sich an, überspielt den Torhüter, überspielt noch an, überspielt den Torhüter noch einmal, überspielt sich selbst und schießt an Stange. Aber dann heißt es in Dornbach doch 4:2. Hammer, der Kopf, Tor. Sie, liebes Kinopublikum, werden zwar jetzt immer mehr genau wissen, wer gegen wen gespielt und wer gegen wen gewonnen hat, aber eines steht fest. Österreichs ungeschlagener Fußballmeister 1959 heißt Wiener Sportclub.